kann nicht sagen, wo ein Schlüssel liegt. Ach, Spinnenbienen, yay. Das ist, ey, ich habe keine Worte dafür, echt nicht. Das Ding habe ich da abgelegt und da liegt es nicht mehr. Ich finde keines dieser Teile im Moment. Normalerweise sollten die doch hier einfach so rumliegen. Hier lag's, weg. Super. Ach, jetzt können wir nur hier rumlaufen und Glück haben. Was denn hier? Das sieht gut aus. Und da liegt noch sogar so ein Teil rum. Zwei Stück, wie für uns gemacht. Ne, hier gehe ich nicht lang. Gehen wir schön außen rum und stecken das Teil da rein. Bitte lass mich nicht drauf gehen, kein Adrenalinpack mehr. Knapp. What the hell? Irgendwas verfolgt mich. Was verfolgt mich denn? Oh mein Gott. Da war doch gerade nichts in der Luft. Ja, wenn man da gerade am Rausziehen ist, kann man nicht schießen. Okay, wir haben das Ding eingesetzt. Das ist kaputt gegangen. Wir starten wieder von hier. Klar. Ist einfach klar. Ein bisschen die Ruinen. Ja, genau. In die Löwe des Höhlen. In die Höhle der Spinne. Was ist ein Scheiß? Ist das? Das ist ein Scheiß. Drohne ist fertig. Logisch. Boah, ich hasse Drohnen. Gibt nichts Schlimmeres. Penetrante Mistviecher. Wo bist du? Er macht sich schon wieder sichtbar. Komm rein. Yes. So, jetzt nehmen wir nur noch das letzte Teil, stecken das da rein und zischen voll durch die Tür. Ich bin weg hier. Aber wir gehen schön außen rum, weil ich will nicht von dem Viech abgeknallt werden. Mir egal, ob das länger dauert oder nicht. Was soll das jetzt gebracht haben? War das alles? Sollen wir auf das Ding schießen? Oh Gott. Schießen wir drauf. Und jetzt? War's das? Ey. Ey. Ich glaube, wir haben den Checkpoint aber bekommen. Keine Warnung, kein gar nichts. Wahnsinniges Mist, wie ich im letzten Augenblick. Du hast mich ausgeschaltet, stirb! Rache, sofortige. Aus den Einzelteilen basteln wir uns jetzt eine riesige geile Waffe. Wie können sie uns jemals verzeihen? Gar nicht. Warum auch? Wer redet denn hier vom Verzeihen? So. Ne, es ist nicht stark genug, da kommen wir nicht drüber. Sollen wir aber irgendwie runter?
Aha, Adrenalin, das ist schon mal gut. Seilrutsche ist auch nicht. Ah, hier können wir runter, perfekt. Manchmal wünschte ich, die Leute würden es einfach vergessen. Statt Schmerz und Schuld könnte da Hoffnung sein. Shit, ich kacke alles zusammen. Alles klar? Das war mehr als eine Erschütterung. Die Beben werden stärker. Wir müssen zur Absturzstelle. Renn schon, so schnell ich kann. Ich sehe die Absturzstelle. Ich auch. Ich rücke vor. Er ist hier. Tyron! Er lebt! Scheiße nochmal. Sie fliegen ihn raus. Wir müssen ihm folgen. Er bringt uns zur Waffe. Wie kann denn Tyron noch leben? Der ist explodiert. Aber wir haben nie gezeigt, dass er tot ist. Folgen Sie Tyron. Da vorne ist wieder so ein riesiges Ding, was wir ausschalten müssen. Mit Hunden und allen drum und dran. Spaßig! So, den ersten Schritt haben wir gemacht. Oh, noch so ein Ding. Das ist Adrenalin. Das sollen wir nur öfters benötigen. So, jetzt beginnt wieder die super riesige Suche nach dem Kondensator. Wo kann der sein? Nein. Oh shit. Wirf direkt eine Granate ab. Das wird eine Ewigkeit dauern, bis ich hier rauskomme. Da ist es. Ben. Ein Adrenalin-Pack habe ich noch. Das gibt's nicht. Wir haben den Stab getroffen. Checkpoint. Das ging auch relativ schnell. Oh, das sind zwei! Bist du lustig. Renn, bitte. Jawohl, komm schon! Ohne die zu erledigen. Perfekt. Boah, das lief wie am Schnürchen. Beben, weg da! Passen Sie mit den Trümmern auf! Ken, Achtung! Mal hinter dir. Boah, was für ein Schiff. Weiter. Versteht sich selbst. Es landet. Es hat die Erhöhung passiert. Los! Boah, was für ein Ding, ey. Kann nicht rennen. Bin ich schon vor mir? Ich sehe ihn. Er führt uns direkt zur Waffe. Schwer bewacht. Wir müssen die mobile Scan-Einheit deaktivieren. Ich suche einen anderen Weg. Wenn wir flankieren, haben wir bessere Chancen, durchzukommen. Denken Sie dran, Kellen. Nicht die Waffe einsetzen. Auf gar keinen Fall.
Soweit wird es nicht kommen. Okay, Herr Zerstörer. Ich frag mich immer noch, wie Tyrone überlebt hat. Das geht eigentlich gar nicht. So eine gigantische Explosion. Und der steht immer noch. Oh, eben mal die falsche Taste. Ja, hier dürften Hellgeist sein, 100 pro. Oder wir können mal zur Abwechslung die Seilrutsche benutzen, um vorwärts zu kommen. Wir kommen der Sache näher. Meine Güte, das ist so genial gestaltet, ne? Oh ja, jetzt haben wir Sci-Fi. Jetzt haben wir 80er, 70er Sci-Fi. Ich habe meine gesamte Familie verloren. Alle. Nur ich habe überlebt. Und dann halten sie uns wie die Tiere. Das ist ekelhaft. Die Abrechnung wird kommen. Stahl weiß das. Vector wird unser sein. Die Zivilisten werden nicht getötet. Sie dürfen gehen. Wenn sie bleiben wollen, ist das was anderes. Der Planet gehört uns. Wir waren zuerst hier. Tja, das ist alles verloren. Wirklich alles. Ich sehe die Basis. Wahnsinn, ey. Schon traurig irgendwie. Alles verloren und versuchen sich nur zu wehren, aber die haben damals den Krieg provoziert. Und jetzt heißt das, oh, wir sind die Armen und die haben ja alles zerstört von uns. Ja, was erwartet ihr denn in so einer Situation? Wir versuchen hier den Planeten zu überleben. Übernehmen nicht wirklich. Wir wollen euch nur auslöschen. Aber dazu wird es auch nicht mehr kommen. Ja, schießen ist ja wohl nicht... Und meine wunderschöne Drohne hackt keine Kameras. Klar. Kann alles nur keine Kameras hacken. Zerstören Sie die Energiezelle und dann die Scanner-Einheit. Kommen sowieso im Kampf hier nicht herum. Angriffsmodus. Oh. Oh. Da hinten ist einer. Absolut. Ja, klar, musst du einen Schuss ablegen, ey. What the? Was war das denn? Was war das denn? Ich steckte irgendwie im Boden fest. Mann, verloren. Netter kleiner Bug. Guck mal, so kleine Sequenzen, die mega verstörend sind. So. Die Dinger, die stecken eine Menge ein. Boah, was? Okay. Die Dinger sind momentan am gefährlichsten. Wenn ich den näher komme, treffen die ziemlich gut. Fahr zur Hölle. Drohne, geh mal da Terror machen. Und drauf. Einer noch. Gibt's doch nicht. Dann noch einer. Dankeschön. Weiter vorrücken. Nach und nach.